Vorgesehene Kriterien. An der Schule Tamtam werden visuelle Künste unterrichtet. Die Schule Tamtam ist vor allem deshalb keine Schule, weil sie nicht dem typischen Ablauf folgt, der die Weitergabe von Ideen, Modellen, Techniken und Methoden von einer kleinen Lehrenden an eine große lernende Gruppe vorsieht. Die Schule Tamtam gehört weder dem Lehrenden noch dem Lernenden. Es entsteht keine Lehrer-Schüler-Hierarchie. Sie findet eben nur zwischen jenen statt, die gemeinsam ihnen geeignet erscheinende Ideen, Modelle, Techniken und Methoden entdecken und auswählen wollen. Die Schule Tamtam hat keine Struktur. Sie ist nicht kollektiv, sie ist nicht obligatorisch, sie ist nicht autoritär, sie ist nicht staatlich, sie ist nicht bürgerlich, sie ist nicht proletarisch, sie ist nicht ideologisch. Sie fordert keine Teilnahme und noch nicht einmal Akkulturation. Sie übermittelt keine verschlüsselten Botschaften. Man kann anwesend sein oder nicht. Es ist eine einfache Entscheidung, die dann zu individuellen und unterschiedlichen Lebensweisen führt. Sie ist amoralisch, originell, unbeständig, klassisch, strukturell aufgelöst. Ihr strategisches Ziel ist es, dass jeder Mensch seine intuitive Denkweise als ein Phänomen spontaner Kommunikation hervorbringen und nutzen kann, alleine oder in der Gruppe. Ihr taktisches Ziel ist die Eliminierung der institutionellen Didaktik. Sie entsteht nicht durch Anhäufung, sondern durch Nullstellung. Ihre Ansprechpartner sind Kinder, Avantgarden, Paranoide, Wilde, Humanisten, die archaischen Kulturen, die fernen Klassiker. Die Schule Tamtam besteht vor allem nicht aus schönen oder hässlichen Schulgebäuden. Sie bemüht sich nicht um einen festen Stundenplan, sondern ist überall verborgen. Sie ist ein virtueller, körperlich-seelischer Raum, den jeder immer in sich trägt. Die Schule Tamtam besteht alles in allem aus der Nicht-Existenz der Schule selber. Thank you.